Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Andacht am Martini-Tag. Schön, dass Sie auch heute noch mal mit dabei sind. Heute ist der Tag der Geburt Martin Luthers, wohingegen morgen der Gedenktag des heiligen Martin von Tours ist. An dem Tag empfing Luther seine Taufe. An diesen Tagen gehen, je nach Region verschieden, die Kinder mit ihren Laternen und machen diese dunkle Zeit ein bisschen heller. Oder sie gehen von Haus zu Haus, singen ein Lied und erhalten ein bisschen Süßes. Über Martin Luther wird das Lied gesungen oder auch über den heiligen Martin. In unseren Dörfern enden diese Tage dann immer mit einer kurzen Andacht in der Kirche. Da diese in diesem Jahr nicht stattfinden kann, soll es heute zumindest ein paar Gedanken zu diesem Tag geben. St. Martin, wie ich es über viele Jahre in meinen Gemeinden gefeiert habe, oder jetzt Martini, wie es hier Tradition hat, sind spannende Tage. Denn sie erinnern an die Überwindung von Widerständen. Sie erzählen von Grenzüberschreitungen, die etwas Grundlegendes verändert haben, im Kleinen wie im Großen. Martini erinnert an Martin Luther, der sich durchringen musste, sein überliefertes Glaubensbild neu zu denken. Er überschritt die Grenze der Tradition, die sich lange als Wahrheit verkauft hatte. Beim heiligen Martin von Tours fing das mit dem Widerstand schon früh an. Der Überlieferung nach war er ein Soldat der römischen Armee, aber er war das gegen seinen Willen. Aber während dieser Zeit ist er zum Glauben an Jesus gekommen und überschritt eine Grenze, wie es auch Luther tat. Aus dem Raum seiner angestammten Überzeugungen trat er in die Welt des einen, menschgewordenen Gottes ein. Schließlich wurde er Bischof. Aber auch das nur gegen seinen Willen. Aber er rang sich durch und hat Großartiges geleistet. An ihm kann man sehen, was geschehen kann im Leben, wenn man beginnt, konsequent nach dem Glauben an Jesus zu fragen und aus diesem Glauben zu Jesus zu leben. Die Legende von Martin von Tours zeigt dies deutlich mit der Geschichte von dem Bettler im Schnee, mit dem er den eigenen Mantel teilt. Darum geht es im gelebten Glauben. Zu sehen, was der Mensch am dringendsten braucht, sich berühren zu lassen, den Mantel zu teilen, so wie wir es jedes Jahr tun mit einem Holzschwert, um zu zeigen, was Martin gemacht hat, nicht einfach kalt am Erfrierenden vorbeizureiten, weil einem selber kalt werden könnte. Beide, Luther wie der Bischof, erfahren, was Jesus im Matthäusevangelium sagt, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Es ist immer wieder ein Geschehen, das sich in der Hinwendung zum Andern zeigt. Ein Geschehen, in dem ich als Mensch manchmal nur für einen Bruchteil von mir absehe und in den Andern schaue und entdecke, hier bin ich dran. Alles andere wird unwichtig. Hier muss ich helfen, muss da sein, muss reden oder auch meinen Mund halten. Und das gilt nicht nur uns Menschen, das gilt der ganzen Schöpfung. Denn wir erleben es immer stärker. Die Welt braucht einen Anwalt, so wie es Martin von Tours war bei den Armen. Die Welt braucht Menschen, die wie Luther die Wahrheit über alles stellen. So wie die beiden Männer ihre Schlüsselerlebnisse hatten, die ihnen deutlich machten, worum es wirklich geht, war das bei mir in den letzten Jahren nochmal ein Bild in den Nachrichten. Vielleicht erinnern Sie sich an die Waldbrände in Australien im letzten Jahr. Sie begannen im Juni und endeten erst im März diesen Jahres. Es gab furchtbare Bilder über das Leid von Mensch und Tier. Aber für mich war das schlimmste Bild das eines kleinen ramponierten Koalabären. Er saß allein auf der asphaltierten Straße. Um ihn war Rauch und dichter Staub. Er saß da, trank aus einer Pfütze und es sah aus wie eine Henkersmahlzeit. In diesem Moment hat mich die Wut gepackt und sie hat mich bis heute nicht losgelassen. Sie keimt immer wieder auf, wenn ich Menschen höre, die mir erzählen wollen, dass wir ja an sowas nicht schuld seien. Das passiere eben, das gehöre zum Land, das ist sowieso trocken. Aber bei genauerem Hinsehen haben wir jede Menge mit einem solchen Desaster zu tun. Der geringste Bruder Jesu ist dann nicht nur der Mensch, sondern ist auch ein kleiner Koala. Denn er kann sich nicht wehren gegen unsere selbstverliebte Gedankenlosigkeit, die nichts mehr liebt, als dass alles bleibt, wie es ist,
und uns möglichst nichts kostet. Ich muss an Bilder von Kindern denken, die aus den Kriegsgebieten in Flüchtlingsunterkünften auf irgendwelchen Inseln sitzen. Wir halten unsere Grenzen dicht, weil das ja alles nicht geht und so wird rumschwadroniert und nichts tut sich. Wir tun an unseren geringsten Geschwistern Jesu viel zu wenig. Im Umkehrschluss ist dann aber auch zu fragen, berühren wir dann Jesus? Ich sehe die Menschen in den Hungergebieten, die kaum Nahrung finden, weil der Klimawandel die Böden austrocknet. Und wir nehmen das hin, spenden mal hier und da, aber unser Leben nachhaltig zu befragen, das passiert viel zu wenig. Dieses Bild des kleinen Koala hat mir gezeigt, es muss was passieren, auf allen Ebenen. Weiter so, das geht nicht. Jedes Argument, nichts zu tun, ist ein Spielen auf Zeit. Und es ist ein Spielen mit der Zukunft dieser uns anvertrauten Welt. Den Mantel teilen, wie es Martin beim Bettler getan hat, meint etwas anderes. Meint eine Grenze zu überschreiten, auch wenn andere sagen, was soll das? Das geht dich der Arme an. Oder kannst du nur? Martini und St. Martin zeigen uns sehr deutlich den Spiegel. Diese Gedenktage fragen uns, was tust du? Wie lebst du? Und wo berührt dich Jesus? Martini und St. Martin zeigen aber auch jedes Jahr, wie zum Trotz mit den Laternen und den Lichtern, es soll heller werden. Auch da, wo schon lange kein Licht mehr hinreicht. Wir haben es in der Hand, wie die Kinder die Laternen. Was aus dem Koala wurde, weiß ich nicht. Aber ich habe gute Hoffnung, dass man ihn mitgenommen hat und er in Sicherheit kam. Aber nötig wäre das alles nicht gewesen. Denn wir hätten es auch von hier helfen können, um es zu verhindern. Daran erinnern diese Tage, dass es nötig ist, Grenzen zu überwinden und wo nötig auch zu überschreiten. Für das Leben einer jeden Kreatur, den geringsten Brüdern und Schwestern Jesu. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, mit dem Licht gehen die Kinder Jahr für Jahr durch die Straßen. Mit ihren Liedern klingeln sie an Haustüren. Beschütze sie auf ihren Wegen und lass ihre so einfache Botschaft uns ins Herz bringen. Wir haben es in der Hand, was wird. Wir haben es in der Hand, was sein kann. Wir können es heller machen. Rufe uns in die Bewegung und gib, dass wir folgen. Lass uns nicht schweigen, wo wir reden müssten. Und lass uns den Mund halten, wo andere es besser wissen, ohne Besserwisser zu sein. Wecke uns zur Liebe und zum Mitgefühl, nicht nur im Herzen, sondern auch in der Tat. Sei mit allen, die wir lieben, und hilf uns für diese Welt, die du uns gegeben hast, sie zu bewahren. So beten wir, wie Jesus uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geleite sie Gottes Segen in der kommenden Zeit. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am kommenden Sonntag zur Andacht am Volkstrauertag wieder. Der Mittwoch drauf ist dann Buß- und Bettag. Auch da können wir uns wieder mit einer Andacht begegnen. Bleiben Sie behütet, genießen Sie den Tag und auf Wiedersehen.